dieser Spruch ist, wenn man sich näher mit dem Yoga-Weg beschäftigt, weil es wird man eben merken, es gibt nicht den Yoga-Weg, sondern es gibt halt ein Sammelsurium an Pfaden, die eben beschrieben werden, um ein Ziel zu erreichen, das auch wieder ganz unterschiedlich definiert wird in den verschiedenen Schulen in Indien und Nepal und Tibet und so weiter, dass das Yoga, das eigentliche Yoga, nicht auf der Yogamatte stattfindet, sondern es ist viel wichtiger, in welcher Geisteshaltung begegne ich 10 Minuten, nachdem ich von der Yogamatte runter bin, in der WG-Küche mein Mitbewohner. Es geht um jeden einzelnen Augenblick im Yoga. Alles ist göttlich. Es geht darum, in der Connection zu sein. Und auch wenn es schwer ist, es halt immer wieder zu versuchen, in die Connection zurückzukommen.